Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier wieder zurück aus dem provisorischen YouTube-Studio von zu Hause aus. In diesem Video geht es um meine Men's Essentials, die Sachen, die auf jeden Fall safe im Kleiderschrank sein sollten. Deswegen legen wir los und ab geht's. So, Freunde, ich habe 10 Pieces rausgesucht, die meiner Meinung nach Evergreen sind. Was sind Evergreens? Evergreens sind einfach Pieces, die immer up-to-date sind, also immer getragen werden können, die normalerweise in keinem Männerkleiderschrank fehlen sollten. Und da habe ich mir einfach mal 10 Sachen rausgesucht und ich stelle euch die einfach mal vor und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Piece. Ach Leute, kurz bevor ich es vergesse, am Ende des Videos findet ihr wieder ein kleines Gewinnspiel, nichts Weltbewegendes, aber ihr könnt wieder eine Kleinigkeit gewinnen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Ihr habt wieder eine Kleinigkeit, die ihr gewinnen könnt. Und ihr müsst gar nicht viel machen, aber ich will gar nicht zu viel rumreden. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Piece. So, das erste Essential, was ich habe, wie ihr hier gerade schon seht, sind einfach Basic T-Shirts. T-Shirts, die gut sitzen, die von der Qualität wirklich gut sind, die man super cool zu verschiedensten Outfits kombinieren kann. Und für mich wirklich mega wichtig, egal jetzt ob in Weiß, in Grau oder in Schwarz. Ein cooles T-Shirt könnt ihr super cool kombinieren, egal ob es in einem Anzug ist oder in den Jeans oder in der Chino. Super variabel einsetzbar und für mich mega wichtig und wenn nicht sogar wichtiger als jeder Trend überhaupt. Ein weißes T-Shirt, ein schwarzes, ein graues kann ich super cool kombinieren und auf jeden Fall mein erstes Essential. So Leute, kommen wir zu meinem zweiten Essential und das ist auf jeden Fall eine schwarze Chino. Super cool variabel einsetzbar. Ich muss euch nicht erklären, ob ihr die jetzt schicker anzieht oder ein bisschen mehr casual oder teilweise sogar streetig. Wenn man jetzt mit Hoodie und Sneakern, kann man das super cool kombinieren. Man wirkt nicht zu aufgesetzt. Sieht immer nice aus meiner Meinung nach. Und die Möglichkeiten, die man mit einer guten Chino hat, sind einfach immens. Falls ihr für Inspiration noch was sucht, könnt ihr gerne meinen Instagram-Kanal abchecken. Da versuche ich immer relativ simple Outfits bei mir zu zeigen, so wie ich das style. Wirklich nicht allzu krass, nicht zu jedem Trend hinterherjagend. Und dementsprechend auch da seht ihr sowas immer wieder eingesetzt. Eine coole schwarze Chino solltet ihr auf jeden Fall am Start haben und könnt ihr auch das ganze Jahr übertragen. Dementsprechend Piece Nummer 2, schwarze Chino. So Leute, kommen wir zu meinem Essential Nummer 3. Bei meinem Essential Nummer 3 ist es auf jeden Fall wichtig, eine gute Casual-Jacke am Start zu haben. Ich habe einfach mal 2 Varianten rausgesucht. Egal, ob ihr jetzt eine klassische Denim-Jacke nehmt, die ihr einfach verschiedensten kombinieren könnt, oder eine College-Jacke, die auch relativ simpel gehalten ist. Eine gute Casual-Jacke könnt ihr wirklich jedes Jahr immer wieder rauspacken, genauso cool kombinieren und ist immer wieder up-to-date. Wirklich sehr, sehr wichtiges Piece und sollte auf jeden Fall bei euch am Start sein. Für mich mega wichtig und ist auf jeden Fall mein Piece Nummer 3. So Leute, kommen wir zum Piece Nummer 4 und Piece Nummer 4 ist auf jeden Fall für mich der blaue Anzug. Ich hatte darüber auch schon mal ein gesondertes Video gemacht, wie gut man so einen Anzug auf jeden Fall stylen kann. Blende ich hier an der Stelle auf jeden Fall ein, könnt ihr gerne abchecken. Und einen Anzug könnt ihr wirklich, wenn er einmal sitzt, immer wieder aus eurem Kleiderschrank rausholen, anziehen, egal ob es ein bisschen formeller ist oder ein bisschen mehr casual oder ein bisschen mehr sportlich. Auch sowas kann man cool mit einem Hoodie mal drunter anziehen. Natürlich darf das kein Oversize-Hoodie sein, aber es gibt verschiedenste Stilrichtungen, wie man sowas kombinieren kann. Und ein Anzug, wirklich ein dunkelblauer Anzug, ist für mich auf jeden Fall zeitlos. Wenn der einmal sitzt und ihr nehmt nicht gerade viel zu oder viel ab, könnt ihr das immer wieder, ist das immer wieder up-to-date. Man sieht meiner Meinung nach immer fresh aus. Auf jeden Fall am Start haben, dunkelblauer Anzug. So Leute, kommen wir zu meinem nächsten Piece. Und mein nächstes Piece sind auf jeden Fall clean weiße Sneaker. Muss ich gar nicht viel zu sagen, weil die Style-Möglichkeiten sind immens. Ihr könnt das wirklich super cool zu allen möglichen Sachen kombinieren. Natürlich im Winter ein bisschen schwierig, aber für mich wirklich eins der Pieces, was ihr immer am Start haben könnt. Und man sieht immer nice damit aus. Egal ob jetzt mit Jeans, Chino, Anzug, wirklich ohne Ende Style-Varianten. Und ja, für mich auf jeden Fall immer am Start. Clean weiße Sneaker, wenn ich reise, habe ich immer ein weißes Paar clean Sneaker am Start, die ich wirklich gut kombinieren kann und ja, mega nice. So Leute, das nächste Essential für mich ist es auf jeden Fall eine Uhr, eine gute Herrenuhr. Es muss keine Rolex AP, hast du nicht gesehen, was heute so gerade so mega der Trend ist. Leute investieren in Uhren, ja klar, die werden mehr wert etc. Könnt ihr gerne machen. Für mich ist das aber wirklich mehr das Thema Männer-Accessoire. Wenn ich zum Beispiel meine Uhr nicht trage, fühle ich mich ein bisschen nackt. Ist für mich wirklich, wenn überhaupt, das Accessoire für den Mann. Und könnt ihr auf jeden Fall
oder solltet ihr auf jeden Fall haben. Ihr müsst nicht immer die neuesten, teuersten oder krassesten Sachen kaufen. In dem Fall, ich habe jetzt hier auch nur eine gebrauchte Omega-Uhr. Das heißt nur, ich will das auch gar nicht runterreden, aber es muss nicht immer das Neueste sein. Wie gesagt, ich habe mir eine Vintage-Uhr gekauft für kleines Geld und in dem Fall bin ich mega happy damit. Wenn ich zum Beispiel auf die Uhr gucke, gucke ich meistens eher aufs Handy als auf die Uhr. Aber trotzdem ist es für mich mega wichtig, macht echt was her, sieht mega nice aus und kann man super zu Outfits auf jeden Fall kombinieren. Für mich auf jeden Fall eins meiner Essentials. Eine schöne Uhr sollte auf jeden Fall am Start sein. Die ziehen wir nämlich gleich auch mal wieder an, weil sonst fühle ich mich nackt. So Leute, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece muss ich auch nicht viel drüber sagen, aber eine gute Jeans solltet ihr auf jeden Fall am Start haben. Egal ob jetzt in Schwarz oder in Blau. Wirklich individual einsetzbar, sollte nicht zu eng sein. Ich bin kein Fan von diesen mega skinny, slim, hast du nicht gesehen, Hosen. Also ich sollte schon gut sitzen, aber jetzt auch nicht zu eng. So dieser Leggings-Style ist gar nicht mein Fall. Aber so ein bisschen stacked auf den Schuhen etc. Auf jeden Fall solltet ihr wirklich eine gute Jeans am Start haben. Und ja, meiner Meinung nach eins meiner Männer-Essentials überhaupt. So Leute, kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist auf jeden Fall ein chilliger Hoodie, den ihr am Start haben solltet. Auch da zeitlos, egal ob zum Gammeln zu Hause oder draußen, chillig angezogen oder casual angezogen. Wirklich ein zeitloses Piece und ja, für mich mega wichtig. Ich trage sowas echt extrem gerne und kann ich euch echt ans Herz legen, einen coolen Hoodie am Start zu haben. Sogar simpel gehalten, kein Logomania, einfach gehaltener Hoodie und auch da habt ihr wirklich jahrelang was von. Und ja, ich finde, der wird sogar mit der Zeit, desto mehr der sich abnutzt, noch nicer. Und ja, ist auf jeden Fall eins meiner Männer Essentials und solltet ihr auf jeden Fall auch am Start haben. So, kommen wir zum vorletzten Piece und das vorletzte Piece ist auf jeden Fall die Sonnenbrille. Egal in welcher Variante, aber für mich das zweite Accessoire, was auch bei keinem Mann fehlen sollte, ob jetzt ein Wayfarer ist oder so eine Pilotenbrille oder diese runderen Brillen, aber wirklich schon mehr so normalere Brillen, nicht ganz so spacig. Ich kann euch aber ins Herz legen, wenn ihr euch eine Sonnenbrille kauft und das soll eins eurer Essentials sein, dann auf jeden Fall eine hochwertige Brille, denn die schützt ja auf jeden Fall eure Augen und wenn die das nicht vernünftig macht, dann ist das ja nur so ein Mode-Accessoire und da würde ich eher von abraten, denn ja, Augen sind auf jeden Fall wichtig, die könnt ihr nicht ersetzen. Ich tendiere schon immer zu hochwertigen Brillen und die halten auch länger, die fallen nicht die gehen auch nicht beim ersten Mal runterfallen kaputt. Und ja, sind zeitlos. Auf jeden Fall gehört auch zu meinen Essentials eine nice Sonnenbrille. Solltet ihr am Start haben. So Leute, kommen wir zum letzten Piece. Und das letzte Piece ist die Biker Jacket. Seit den 60er Jahren bestimmt modern, kann man immer wieder anziehen. Cool kombinieren, egal ob es casual ist oder dieser Biker Look. Oder ein bisschen lockerer mit Jeans und ein paar Sneakern. Könnt ihr individual einsetzen. Und für mich auf jeden Fall eins meiner Männer Essentials. Mega wichtig und ja, eine coole Biker Jacket könnt ihr sogar teilweise euren Kindern vermachen. So Leute, und jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel sind Einsatz Basic T-Shirts in eurer Größe von unserer Eigenmarke Forage. Die lasse ich euch gerne zukommen. Alles, was ihr machen müsst, ist Hashtag Gewinnspiel und eure Größe in die Kommentare. Natürlich müsst ihr meinem Kanal auch folgen dafür. Und ja, dann werde ich innerhalb von einer Woche den Gewinner auswählen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo, wie gesagt, da und ein Like würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out. Ciao.